GPD, GPD, GPD. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerds am Tech. Ich bin's Ronny und in meinen Händen halte ich das GPD-XP Handheld-System mit modularen Controllern. Zumindest auf einer Seite kann man die abmachen und die sind magnetisch gehalten. Das Ganze ist eine Android-Oberfläche mit Cloud-Streaming-Support, mit Google-Spiele-Unterstützung und natürlich vielleicht auch das beste Emulations-Komplettpaket, was man als Android-Handheld bekommen kann. Und das schauen wir uns mal an. Preislich will ich jetzt wirklich schon sagen, mache ich erst zum Ende. Ich glaube, wir heben es mal zum Ende auf. So, ich zeige euch das noch einmal. Das Ganze geht ein bisschen straff raus. Also tatsächlich straff. Denn es ist nicht nur einfach eingesteckt, dieser Controller-Part, sondern das ist mit Magneten versehen. Und es gibt auch noch einen anderen, den ich alternativ dafür nehmen kann. Man sieht auch hier die Magnete an der Seite, die Gegenstücke natürlich auch, plus die Kontakte. Dann setze ich das an, dann rastet das ein und dann kann ich das direkt im System auch benutzen. Und man kann das Ganze natürlich auch konfigurieren. Das zeige ich euch an gegebener Stelle auch nochmal. Wenn ihr von diesen beiden Controllern keinen haben wollt, gibt es natürlich auch noch eine Abdeckklappe, die auch ebenfalls magnetisch einfach draufkommt. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit Linksides den Controller bedienen und auf dem Touchscreen zum Beispiel auch nochmal ganz normal mit rumhantieren, je nachdem, was ihr für ein Spiel spielt oder was ihr für eine Anwendung nutzt. Weil wir gerade beim Äußeren sind, seht ihr schon, wir haben hier natürlich die Möglichkeit, ja im Prinzip einen vollwertigen Controller draus zu machen. Die linke Seite ist wie gesagt komplett fest, bietet einen Analogstick, einen Digitalbutton, gibt hier noch einen Button um die benötigten Tasten auch dahin zu legen, wo ich sie brauche. Macht jetzt in diesem Menü natürlich keinen Sinn, aber einfach mit dem Finger dahin schieben, wo man das braucht, wo dann quasi die Oberfläche dann das Ganze angibt, also wo meinetwegen in den Spielen die Funktion ist, kann ich es hinschieben. Ich speichere das entsprechend dann einfach ab und dann wird das auch direkt abgerufen. Genau, da gibt es noch ein paar Systemmenüs, also das heißt, hier habe ich ganz normal den Verlauf der geöffneten Apps. Ich kann hier normal ins Home-Menü zurückgehen oder den Knopf zurückgehen. Man sieht auch, es gibt eine Frontkamera mit 5 Megapixel. Hier steckt tatsächlich dann ja Smartphone-Hardware drin, fängt beim Display an mit 6,81 Zoll in einem 20:9 Format, also sehr, sehr, sehr länglich. Als Smartphone wäre das auch sehr lang. Ihr seht schon, das sprengt glatt den Rahmen der Kamera. Die Auflösung liegt hier bei 2400 x 1080 Bildpunkten, das Ganze mit 60 Hertz angetrieben und es ist ein IPS-Panel. AMOLED hat man hier leider nicht verbaut. Was die integrierte Hardware angeht, haben wir hier einen MediaTek Helio G95 Octa-Core, 2 GHz. Der ist, glaube ich, noch in 12 Nanometer gefertigt worden, ist ein Mittelklasse-Prozessor, errechnet ungefähr 300.000 Antutu-Punkte und hat 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz zur Verfügung. Ebenfalls kann ich auch hier unten auf der Unterseite, da kommen wir auch direkt zu den Anschlüssen, 3,5er Klinke nutzen. Ich kann den USB-Typ C zum Beladen nutzen. Es gibt eine Dual-SIM-Slot-Funktion, beziehungsweise ich kann hier auch den Speicher noch mit erweitern. Und auf der Oberseite sehen wir dann den Power-Button, laut, leise, Mikrofoneingang und dann entsprechend auch die Schultertasten. Je nachdem, welches Modul ich jetzt angesetzt habe, habe ich dann entsprechend auch Tasten. Bei dem Mobile-Game-Undock-Gerät ist es zum Beispiel hinten nochmal eine Schultertaste, eine, beziehungsweise halt eben diese Tasten, die ich hier dann belegen kann, so wie ich es brauche. So, das vielleicht einerseits mal kurz zu dem Gerät an sich. Ich denke, die wichtigsten Fakten sind damit erstmal abgegolten. Android 11 ist noch als Oberfläche drauf und ein 7000 mAh Akku steckt hier drin, der für 10 bis 12 Stunden Spielzeit sorgen kann. Je nachdem, wie ihr das System natürlich nutzt. Wenn ihr natürlich die Spiele zockt, die wirklich viel Performance fressen, dann kommt ihr natürlich bei Vibe nicht so hin. Im Durchschnitt kann man da schon eine sehr, sehr ordentliche Display-Anzeit haben und das schont natürlich euer Smartphone. Euer Smartphone mag aber vielleicht auch schneller sein. Das liegt natürlich daran, welche Hardware ihr euch in der Vergangenheit gekauft habt. Was ihr zur linken Seite seht, ist der GPD-XD. Das ist das alte Android 6.0 Modell. So sah das damals aus. Haben wir vor Jahren auch mal auf dem Hauptkanal getestet. Könnt ihr gerne auch nochmal auschecken. Ich habe es jetzt einfach nur der Retro-Gründe, nenne ich es jetzt mal, einfach noch mit dahingestellt. So ist im Prinzip der offizielle Vorgänger, wie er ausgesehen hat. Ja, es gibt eine einfache Oberfläche, die ich hier unten in dem Bereich auch steuern kann. Was dann auffällt ist, wir wechseln nochmal den Controller, stecken den ran, dass ich weder mit den Schultertasten noch anderen Tasten hier oben in dem Bereich dann reinkomme, außer wenn ich dann wirklich nach oben gehe und runter gehe, aber zum Beispiel einen Sliden von Settings zu Cloud oder zu Games kann ich nicht. Es ist eine sehr einfache Oberfläche, die ist nicht schön, die ist nicht effektiv. Außer dieser Kavax Arcade Emulator, der crasht bei mir immer zu 100%, habe ich nicht eine Sekunde lang nutzen können, stürzt ab und dann war es das auch. Und sag mir jetzt nicht, ihr macht jetzt was. Okay, wir haben direkt eine Premiere in der Live-Vorführung. Ist unglaublich. Okay, also diese App funktioniert dann nach 50 Versuchen doch einmal.
Und dann sieht man, dass man hier dann eigene Spiele schon drauf hat, zum Teil, beziehungsweise dann unterteilt noch die ganzen Neo Geo Arcade Classics hat, die man dann runterladen kann. Man sieht auch die Herkunft chinesisch. Entsprechend wird es mit dem Lesen ein bisschen schwierig. Aber man kann unter Action gehen, wir können hier bestimmt irgendwas aussuchen und theoretisch das auch runterladen. Ich versuche das jetzt einfach mal mit, was nehmen wir denn, Puzzle, Fly, Fliegen. Fliegen ist gut. Wir nehmen jetzt einfach mal, das ist ja völlig Rille. So, jetzt, ich habe keine Ahnung, ob der das jetzt runterlädt. Ich weiß es nicht. Doch, da, please wait und load. Okay, er macht irgendwas. Dann müsste das tatsächlich dann auch unter meine Games zu finden sein. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin das allererste Mal jetzt in diesem Menü drin. Es hat bei mir nie funktioniert. Ich gehe nochmal raus. Ich schließe das nochmal. Wir schließen einfach mal alles. Wir klicken nochmal rein. Gucken, ob es nochmal funktioniert. Also tatsächlich hat mich das stark gewundert. Okay, jetzt funktioniert es wirklich. Aber ich sag mal so, man kann da sich so ein paar Spiele mit runterladen, aber aufgrund der Sprachgebung wird es wahrscheinlich dann nicht die Lösung sein. Um dieses Stück Software soll es auch gar nicht gehen, sondern natürlich auch mit um die Oberfläche. Und ihr habt schon gesehen, von der Bedienung her ist es ein bisschen altbackend, es ist nicht so schön, aber man hat das Ganze ein bisschen unterteilt zumindest. Aber alles, was ich nachinstalliert habe zum Beispiel, landet unter Apps und das kann nicht hier vorne liegen zum Beispiel. Die Spiele, die jetzt hier vorne zu sehen sind, waren auch quasi von der Werkeinstellung mit drauf. Die habe ich nicht installiert, auch der PPSSPP-Emulator, Dolphin-Emulator sind hier vorne zu sehen. Die waren auch schon mit drauf. Und wie gesagt, Cloud Gaming über Steam Link zum Beispiel funktioniert wunderbar. Zeige ich euch auch an gegebener Stelle noch. Und ansonsten seht ihr, habe ich ein bisschen was nachinstalliert. Man kann natürlich, und das ist das Schöne an Android, diese Oberfläche auch ändern. Da gibt es 1000 Oberflächen, die das deutlich besser machen als diese hier. Wer das dann natürlich für sich selbst entscheiden will, macht das. Ich wollte euch natürlich aber zeigen, was bekommt ihr denn mit dem Kauf des Gerätes. Ein paar Settings gibt es natürlich auch. Display-Auflösung könnte ich auch nochmal reduzieren, wenn es denn vonnöten ist. Und ansonsten Arbeitsspeicherplatz, wie gesagt, 128 GB und so weiter. Micro-SD-Karte könnt ihr einlegen. Aber das habe ich schon erwähnt. Genau, es gibt auch einen Joystick-Test, das heißt, das, was angeklemmt ist, kann dann auch benutzt und getestet werden, wird einem auch dargestellt, also kann man auch die Funktion einmal überprüfen. Ansonsten ganz normales Android-System, was sich jetzt aber im Querformat natürlich ein bisschen schwer bedient und wenn ich im Hochformat rangehe, sieht es aus wie ein Stullenbrett und da kann man natürlich die Eigenschaften auch nochmal angucken vom Gerät, aber da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, weil der Schwerpunkt hier einfach woanders liegt. So, apropos Schwerpunkt. Schwerpunkt ist eigentlich Zocken. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Android-Spielen an, weil die ja natürlich dann entsprechend auch interessant sind. Da hätten wir zum Beispiel Fortnite, haben wir über den Apple Games Launcher installiert. Wir machen jetzt einfach mal Fortnite auf. Es gab wohl Reviews, die sagten, es läuft nicht auf diesem Gerät. Ähnliches habe ich ja auch gerade behauptet, dass das eine Stück Software nicht funktioniert. Nun funktioniert es doch. Also man merkt, dass die Software nicht so gut angepasst ist und hier und da auch so ihre kleinen Problemchen hat. Ja, wir hören uns auch mal kurz den Lautsprecher mit an. Ich werde schon beschossen. Der ist hier unten, also Stereo links, rechts. Und das ist dann das Spiel. Nochmal ein bisschen leiser machen. So, also die Controller sind schon gemappt. Das bedeutet, wenn es jetzt nicht passen sollte, kann ich hier diese Taste drücken. Und dann seht ihr, alles klar, packe ich mir das dahin, wo ich es haben möchte. Allerdings, Fortnite unterstützt das direkt. Und dann kann ich hier dann auch direkt losmachen. So, da ist das ein bisschen sehr flink, was den Controller angeht. Da sieht man, das ruckelt minimal. Am Anfang immer noch so ein bisschen das Problem. Mit dem rechten Stick fühlt sich das ein bisschen ruckelig an. Da bin ich mit dem Touchscreen ein bisschen besser dran. Ich könnte das natürlich jetzt einfach kombinieren, indem ich sozusagen hier Schießen draufsetze oder meine Spring- und Bau-Buttons und mit dem Finger direkt auf dem Display dann das Ganze steuere. Ich mache das jetzt einfach mal. Das ist ja das Schöne, dass wir das einfach machen können. Und dann kann ich quasi hier, was weiß ich, machen und kann dann hier schießen oder ich kann hier auch einfach triggern zum Schießen, je nachdem, wie ich das konfiguriert habe. Also da habt ihr die absolute Möglichkeit. Gut, es soll ja auch nicht um Fortnite gehen. Man hat gesehen, dass es läuft. Wir können mal schauen, ob wir die Einstellungen irgendwo finden. Wo finde ich denn die? Da. Einstellung. Einstellung. Dann haben wir da Display. So, 30 Bilder pro Sekunde. Mehr kann ich jetzt hier nicht einstellen. Details waren komplett auf hoch. Also so, was man als Maximales nutzen kann, ist jetzt hier drin. Ich gehe jetzt trotzdem mal in ein anderes Spiel. Wir drücken jetzt einfach mal das und machen alles wieder zu. So, zack. Wir gehen einfach mal bei Genshin Impact rein. So, trotz LPDDR4X, RAM und UFS 2.1 Speicheranbindung hat das jetzt hier ganz schön lange gedauert, bis es geladen ist. Das liegt aber am Spiel. So, Genshin Impact. Und auch hier habe ich die Controller so gemappt, dass die da hinpassen, wo sie sollen. Man sieht auch den Bereich, wo der sich bewegt. Und ich kann das noch ein bisschen ändern. Und hier sieht man dann, das funktioniert besser. Dann speichern wir das Ganze nochmal ab.
Und dann kann ich hier gucken. Ist nicht perfekt, was jetzt das Ausrichten der Kamera rechts angeht. Es ist halt eben, wie gesagt, als Touch-Steuerung ausgelegt. Und auch hier könnte ich natürlich dann einfach das andere Modul anklemmen und das dann benutzen, je nachdem, wie ich es mag. Aber ansonsten habe ich jetzt alles so gemappt, dass ich jetzt hier irgendwie schießen kann, dass ich springen kann, dass ich was, was ich hier machen kann. Und es läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Ist natürlich dann auch entsprechende Einstellung gewählt. Da können wir natürlich auch mal kurz reingucken. Aber es läuft sehr, sehr gut. Steuert sich natürlich jetzt auch deutlich besser. Wobei, wie gesagt, das nicht perfekt ist. Es ist halt immer noch für eine Touchscreen-Steuerung ausgelegt. Aber da kann man ja sozusagen mit dem Gerät die Alternative bieten und machen, wie ich das will. Und Genshin Impact ist ja so ein Spiel, was viel Performance braucht, was auch viel Wärme entwickelt. Das Schöne an diesem Gerät ist, da ploppt das gleich hier oben aus. Ich kann hier den Lüfter auch an- und ausschalten. Also wir haben hier einen Lüfter drin und wenn ich das, wenn es quasi leise ist, höre ich den auch vor mich hin summen. Das heißt, hier wird die Abwärme dann direkt so ein bisschen nach oben rausgeführt und ich kann auch so ein hardwarefressendes Spiel zocken. Genau, das dazu. Ansonsten die Einstellung, mal kurz gucken, was wir bei der Grafik haben. Und da steht mittlere Einstellung, mittig 30 Bilder pro Sekunde. Also da könntet ihr mit Sicherheit noch ein bisschen was anpassen. Ich habe das jetzt nicht großartig gemacht. Wir machen es einfach mal 60 draus. So, das kann sich da, ja genau, das soll auch so, genau, perfekt. Weg, weg, weg. Und dann ist, merkt man, jetzt hat er dann gleich ein bisschen mehr zu tun, aber es sieht verdammt gut aus. Ich muss immer wieder sagen, wenn da nicht gerade ein Baum im Weg wäre, das sieht echt gut aus, dieses Spiel. Und klingt auch gut. Und überhaupt ist das so, als wäre das gar kein Smartphone-Spiel. Gut, das mal zu dem Spiel. Auf PUBG Mobile verzichte ich jetzt. Das kann ich spielen, das kann ich mir auch einstellen, so wie ich es will. Leider wird der SoC nur mit der mittleren Detailstufe unterstützt. Das heißt, hohe Qualität kann ich hier nicht nutzen. Dementsprechend spare ich euch das. Was man machen kann, und ich versuche es jetzt direkt mal, ist natürlich auch zu streamen. Das heißt, Cloud Gaming über irgendwelche verschiedenen Anbieter, das funktioniert. Da gibt es verschiedenste Lösungen. Steam Link zum Beispiel wäre dann eine. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt auch hier im Studio funktioniert. Und die Verbindung wird hergestellt. Zack. Das haben wir. Okay, wir haben Dirt. Das habe ich schon probiert. Ich versuche es mal mit Crysis. Mal gucken, ob das funktioniert. Spielen. So, bei dem Spiel werden dann über Steam der Controller direkt unterstützt. Also ich muss nichts mappen, nichts anpassen, nichts konfigurieren. Vielleicht muss ich das trotzdem noch machen. Das weiß ich jetzt nicht. Spiele ich gerade zum ersten Mal. Vorher habe ich es dann immer mit einem anderen Spiel getestet. Lief wirklich sehr gut und fast ohne Input-Lag. Also es sieht schon ein bisschen fancy aus, immer noch nach wie vor. Auch wenn man jetzt wahrscheinlich nicht so viel erkennt, aber das hat schon was. So, hier haben wir dann Dirt 3, immer noch über die Steam-Bibliothek in meinem Arbeitsrechner gestreamt. Das heißt, der PC steht im Nebenraum. Unser Netzwerk macht allerdings ab und zu mal so kleine Schwierigkeiten. In anderen Reviews, die ich mir angeschaut habe, um nachzuvollziehen, ob das denn ein Fehler bei uns ist oder woanders, war das nicht der Fall. Aber ich kann natürlich bei Steam die Qualität einstellen. Und was wirklich toll ist, und das sieht man auch hier, ist, dass es ja fast ohne Input-Lag einfach spielbar ist. Also spielt sich wirklich intuitiv. Und man merkt einfach, wo man ist, wo man bremst, wo man hinfährt. Also es ist nicht, dass das irgendwie jetzt halt einfach ein Input-Lag hat, wo man dann eine Sekunde zu spät dann einlenkt, weil das zu spät umgesetzt wird, sondern das funktioniert wirklich gut. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ist natürlich eine sehr saubere Lösung, um Cloud Gaming ja, durchzuführen. Je nachdem, was für eine Plattformanbieter ihr da nutzt. Also ob das nur mit über Nvidia ist, ob es jetzt über Google ist, Stadia oder Shadow Gaming oder ähnliches. Es ist ja nur ein Stream, der hier abgegriffen wird und der belastet die Hardware zum Beispiel ja relativ wenig, weil letztendlich ist es ja ein Video, was man anguckt und spielt, weil es ja auf dem eigenen Gerät hier gar nicht berechnet wird. Wie gesagt, unser WLAN, alle paar Minuten kommt da so ein kleiner Ruckler, aber auch das kriege ich aufgegriffen. Genau, das vielleicht dazu. Dann kann ich auch noch einen Satz verlieren zu den Controllern, weil wenn wir schon mal mittendrin sind, dann muss ich das mit erwähnen. Analogsticks steuern sich wirklich hervorragend. Die Tasten sind intuitiv. Wenn ich dort irgendwas drücke, das wird direkt umgesetzt. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Controller. Ob es jetzt der rechte Ansatzcontroller ist oder dieser Mobile-Controller, alle Tasten drücken sich vernünftig und sauber. Was ein bisschen schade ist, dass die Schultertasten auch quasi nur digital sind, also nur an- und auskennen, also gedrückt, nicht gedrückt.
Die sind nicht analog, das heißt, ich habe keinen Weg, den ich zurückführen kann, also wie bei den normalen Controllern. Das heißt, hier ist Schießen einfach draufdrücken und nicht langsam führen. Also wer zum Beispiel jetzt PlayStation 5 verwöhnt ist und da weiß, okay, da kann ich ein Stück ranhalten, dann spannt sich der Bogen und erst beim kompletten Durchziehen, dann schießt er, das geht hier nicht. Trotzdem spielt sich das wirklich sehr, sehr gut und das ist, glaube ich, auch so das Hauptaugenmerkmal von diesem System. Aber wir schauen uns noch ein bisschen weiter was an. So, die Klassiker wie Metal Slug kann ich natürlich auch spielen. Hier merkt man dann auch, das läuft natürlich auch super flüssig. Wenn es hier mal ruckelt oder zuckelt, dann liegt es aber eher daran, dass das Spiel damals auch nicht perfekt lief und entsprechend wird das hier auch mit übernommen, weil es halt eben nur emuliert wird und sozusagen die Original-Hardware, die damals vorlag, auch nur ja, nachgerechnet wird, um das mal ganz simpel zu erklären. Läuft, sieht gut aus, hat einen vernünftigen Sound, steuert sich auch alles wirklich hervorragend, also da gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Was aber auffällt, ist, dass wir hier oben und unten immer einen Rahmen haben. Je nachdem, was für ein Spiel wir spielen, fällt es mal mehr, mal weniger auf, je nach System und was für ein Bildformat genutzt wird. Aber letztendlich konzentriert man sich eigentlich eher auf den Inhalt des Spiels und mich stört das zum Beispiel nicht, weil die Bildgröße ist immer noch genügend groß und so ein Embernic mit 5 Zoll, der wird da, oder mit 3,5 Zoll, der wird da einfach gekillt mit, weil einfach dieses Display einfach mal ein Stückchen größer ist. Die normalen 8-Bit- und 16-Bit-Emulationen, die spare ich euch jetzt, weil ich glaube, es ist ersichtlich, dass man sieht, was man hier mit zocken kann und was alles geht. Und da habe ich mir ein paar andere Sachen mit ausgesucht, und zwar N64. Ich glaube, ich fahre verkehrt rum. Das ist, wenn man einen Spielstand lädt. Man sieht, dass es sehr, sehr gut aussieht, zumal dann auch eine höhere Auflösung hier genutzt wird von diesem Emulator, Mupen 64 war es. Das sieht deutlich besser aus als im Original, läuft sehr, sehr flüssig. Auch Spiele wie F-Zero und Co., die schwer zu emulieren sind, die kann ich hier ganz, ganz locker zocken. GoldenEye und Co. läuft auch wunderbar und flüssig. Mario Kart ist natürlich eins der Spiele, die mit am einfachsten zu emulieren sind. Aber ja, ich denke, man sieht, dass das sehr gut funktioniert. Der Nachteil von diesem System ist natürlich, A, ihr müsst die meisten Spiele selbst organisieren oder besitzen und euch natürlich auch um die Emulationssoftware kümmern. Das heißt, jetzt hier dieses Emulationsstückchen Software müsst ihr euch auch selbst aus dem Google Play Store herausladen oder über dubiose Quellen, falls wenn es das dort nicht mehr gibt. Aber ich glaube, in dem Bereich kennt ihr das alle. Genau, das war Mupen oder M64 Plus, so hieß es, genau. Das habe ich runtergeladen. Dann nehmen wir uns mal einfach Dreamcast mit vor. So, mit 180 Frames spielt es jetzt ein bisschen sehr, sehr flott. Wir können natürlich auch die 60 Bilder nehmen und das Ganze auf normaler Geschwindigkeit machen. Und man sieht einfach, die 60 Bilder werden immer angekratzt und es bleibt immer in dem Bereich. Super, Sonic läuft hier einfach wahnsinnig flüssig, da gibt es gar nichts zu meckern. Und das gilt für alle Dreamcast-Spiele. Eins zeige ich euch noch. So, auch Soul Calibur läuft wunderbar fluffig mit 60 Bildern pro Sekunde. Absolut kein Ruckeln, kein Stocken, keine Sound-Delays, keinen stotternden Sound, gar nichts. Absolut so, wie ich mir das vorstelle. So macht Emulation dann auch Spaß. Und das ist natürlich noch lange nicht alles, da geht ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, Dreamcast könnt ihr alles zocken, was ihr wollt. Eigentlich kann ich mir das jetzt hier sparen. Tekken 3 auf der PlayStation 1, auch das wuppt das System natürlich ganz, ganz easy. Das ist wahrscheinlich eins der leichtesten, das hier zu emulieren. Ich meine, das kommt selbst eine Xbox Classic mit 733 MHz schon. Genau, das ist eines der beliebtesten Spiele. Hier oben sieht man auch die Auflösung 1095x1344. Das heißt, hier schon mal eine höhere Grundauflösung drin, als das die Originalkonsole damals geboten hat. Und ja, ihr seht schon, einfach 60 Bilder konstant oben rechts auch zu sehen. Da gibt es nichts zu meckern. Und das zieht sich auch natürlich durch alle PlayStation 1 Spiele durch. Das soll dann auch sinnbildlich das einzige von dem System sein, was ich euch jetzt zeige, weil ich glaube, ihr glaubt mir. So, wir befinden uns in der PlayStation Portal Emulation. God of War ist eines der Titel, oder einer der Titel, die mit am schwierigsten zu emulieren sind. Und oben rechts seht ihr die Bilder. Und es sieht einfach nur geschmeidig gut aus. Es läuft auch geschmeidig gut. Da gibt es nichts zu meckern. Hier und da mal ganz kurz so ein kleiner Ruckler. Aber ich glaube, das kann man verschmerzen. Wenn ich dann in den Settings reinschaue, kann ich zum Beispiel sehen, alles klar, wir haben hier die zweifache PlayStation-Auflösung. Wir machen mal einfach die dritte mit oder dreimal so hoch wie die normale PlayStation, die Auflösung an. Dann schauen wir rein und dann sieht man, haben wir 50 Bilder pro Sekunde, also läuft da nicht mehr ganz so butterweich. Aber wenn man bedenkt, dass es die dreifache Auflösung ist, ist das, glaube ich, schon völlig in Ordnung. Und so kann man das natürlich noch ein bisschen anpassen. Hier und da, wie gesagt, gibt es dann jetzt ein paar kleine Ruckler. Gerade dann, wenn man immer eine Attacke irgendwie zum ersten Mal macht, so wie jetzt hier der schwere Schlag, wenn ich ein zweites Mal mache, dann habe ich das Problem nicht mehr. Also dann ist es auch im Speicher geladen und dann läuft das Ding hier einfach ja, ziemlich butterweich durch. Und mit 50 Bildern kann man, glaube ich, absolut
confirm gehen. Und wie gesagt, God of War ist eines der Spiele auf der PlayStation Portable, die mit am schwierigsten zu emulieren sind. Wer ein Raspberry Pi hat, weiß das, dass das gerade mal auf der 4er-Generation richtig gut läuft und davor immer noch schwierig war. Und ja, genau, so schaut's aus. So, Gran Turismo läuft natürlich auch mit 60 Bildern pro Sekunde gerade konstant durch. Gut, ich bin jetzt nicht wahnsinnig schnell, der KI ist gerade vor mir, aber ich rolle hier mit zarten 100 km/h über die Landstraße und drücke die Handbremse nebenbei. Aber ja, läuft butterweich. Auch hier könnte ich die Auflösung noch ein bisschen erhöhen, wenn ich das möchte. Je nach Spiel könnt ihr das entsprechend noch entscheiden. Also God of War, wie gesagt, braucht mehr Leistung bei anderen Spielen. Und Tennis- oder 2D-Spielen könnt ihr auch 3- oder 4-fache Auflösung der PlayStation Portable nehmen. Also das ist schon, ich finde es sehr schön. Das macht schon Spaß. So, weg damit. Dann wird es schwieriger. Wir fangen mal an mit GameCube. Hier haben wir Need for Speed Most Wanted auf dem GameCube. Oben rechts seht ihr die Bilder pro Sekunde. Ihr seht schon, perfekt ist die Emulation hier nicht. Gashebel ist auch oben rechts, sollte ich mir vielleicht auch mal merken. Hier liegen wir irgendwo, je nachdem, was es für ein Spiel ist und ob es jetzt OpenGL ist oder der Vulkan, das Vulkan-Plugin, bei 30 bis 40 Frames, je nach Spiel. 2D-Spiele können natürlich besser laufen oder schneller laufen. Die normalen 3D-Titel haben dann aber zum Teil so ein bisschen Probleme. Aber man könnte sie spielen. Das wäre jetzt aber wirklich nur viel hart gesotten. Ich würde jetzt sagen, GameCube kann man durchaus emulieren, aber dafür ist dann das System dann doch wieder ein bisschen zu langsam. Vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, wenn die Emulatoren ein bisschen geupdatet werden oder. Das kann sich natürlich immer nochmal ändern oder man vielleicht eine andere Oberfläche nimmt. Ja, wie gesagt, theoretisch könnte man es tun, aber mit dieser Geschwindigkeit werden die wenigsten daran Freude haben. So, bei F-Zero belasse ich jetzt einfach mal im Main-Menü oder im Hauptmenü. Da sieht man schon, irgendwo zwischen 11 und 20 Frames krippelt das Spiel jetzt hier rum. Es ist auch eins der Spiele, die mit am schwierigsten zu emulieren sind. Also ähnlich wie God of War auf der Sony PlayStation Portable ist es hier der Fall. Dann kann es mal schneller laufen und immer wieder gibt es dann halt Drop-Frames, sodass man halt einfach kein flüssiges Spielvergnügen hat. Sound stottert auch ein bisschen vor sich hin. Ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, die Prämisse liegt definitiv nicht auf GameCube. Wir wollen es trotzdem wissen, Super Mario Galaxy 2. Und da sieht man schon oben, haben wir auch die 40, 35, 40 Frames. Allerdings fühlt sich das nicht so flüssig an. Der Sound stottert auch so ein bisschen vor sich hin. Und es läuft irgendwie dann halt auch gefühlt zu langsam. Und was penetrant nervt, man merkt es jetzt hier spätestens. Man hört es vielleicht auch, ich mache mal das leise. Doch da. Der Vibrationsmotor, der sitzt hier unten links in der Ecke mit drin und der ist einfach konstant nervend. Wenn ihr den anhaben solltet, schaltet ihn einfach aus, weil das ist einfach so also bei diesem Spiel nervt es einfach wirklich penetrant. Und wie gesagt, ich sagte es ja gerade schon, GameCube läuft nur bedingt gut. Bei Wii sieht es natürlich nicht besser aus. Das ist gerade so der 2D-Part. Und wenn es dann in die 3D-Welt geht, sieht es deutlich schlechter aus. Also da haben wir auch bloß 30, 35 Frames, was eigentlich flüssig klingt, aber leider nicht ist. So, dann haben wir noch die PlayStation 2. Hier schwankt die Performance extrem. Teilweise habe ich hier 90 bis 100% der Leistung gehabt. Jetzt will es gerade mal wieder nicht. Auflösung 512x444, also original, was die PlayStation macht. Also die PlayStation 2. Je nach Spiel kann man hier auch das ein oder andere Spiel mehr oder weniger flüssig spielen. In den Einstellungen habt ihr halt natürlich die Möglichkeiten, im System dann zu sagen, okay, was wollen wir denn machen? Also hier mit 75% des Zykluses und das Untertakt mit 2, das funktioniert. Und je nachdem kann es durchaus klappen. GPU-Renderer ist jetzt hier Vulkan gewesen. Damit lief es besser als mit OpenGL. Jetzt anscheinend dann gerade wieder nicht. Vielleicht mag das System auch ein bisschen mal keine Lust mehr haben, dass es ihm ja zu warm geworden ist. Kann natürlich auch sein, weil das ist schon ein bisschen eine Menge viel, was ich abverlange. Aber vorhin lag hier oben die rote Ziffer dann noch eher so bei 80-90%. Aber ja, wie gesagt, PlayStation 2 ist auch nur ein kurzes Beispiel dafür, dass die Leistung dann für sowas dann doch nicht ausreicht. Es bleibt halt einfach nur ein Mittelklasse-Gerät. So, wir befinden uns in Metroid Prime 3DS. Der Bildschirm ist so breit, dass ich hier quasi beides dann mit abstecken kann, also beide Displays hier dann auf einem dargestellt wird. Ich habe jetzt hier keine Einstellung verändert und steuere jetzt aber mit dem Touchscreen, weil sich das hier einfach besser macht als mit dem Analogstick auf der rechten Seite. Ganz perfekt ist es nicht. Hier müssen wir noch ein bisschen was verändern. So, dann speichern wir das ab und dann klappt das auch. Und dann kann ich hier mit dem Touchscreen einfach ganz normal durch die Kante laufen, aimen und schießen und dann hat das Ding
mega Potenzial, was das Ganze angeht, weil die Steuerung halt echt smooth geht. Das Spiel selber auch flüssig läuft. Also so kann man das Ganze nochmal ein bisschen neu genießen, würde ich behaupten. Und das halt einfach unterwegs mit all dem. Na komm jetzt ran hier, ich will da noch durch. Mit all dem, wie man das so gerne hätte. Sind wir noch nicht perfekt eingestellt. Manchmal muss ich mir das Mapping wirklich auf den Millimeter bringen. Aber dann läuft es auch. Ja, so, genau. Das ist dann mal, wie gesagt, 3DS. Also auch das kein Problem. Kann man sich dann definitiv mal antun. Der GPD XP modularer Android-Handheld für Android-Spiele, für Cloud-Gaming-Lösungen und Emulationen. Ich habe die ganze Zeit mir den Preis ein bisschen gespart, um die Spannung ein bisschen aufrecht zu halten. Ich glaube, die meisten schalten ab, wenn ich sage, das Ding kostet 300 Euro. Und das ist, glaube ich, auch der ganz große Knackpunkt an diesem System. Hier steckt Smartphone-Technik drin oder im Prinzip ein ganzes Smartphone, weil wenn man sich das jetzt so anguckt mit der Lochnotch hier für die Kamera, die App spare ich euch, weil die 5-Megapixel-Kamera echt nichts taugt. Auch, wie gesagt, nur diese eine Kamera da ist. Ich habe unglaublich viele Möglichkeiten unter Android, das Ding so einzusetzen, wie ich es ganz gerne hätte. Also wie gesagt, sei es Cloud Gaming, sei es Android-Spiele, sei es Emulationen bis hin zu GameCube, die noch relativ gut funktionieren. Man kann sich natürlich auch jetzt mit PlayStation 2 und Wii oder sowas durchbeißen, aber dafür ist es dann halt einfach nicht mehr ausgelegt. Da muss man dann einfach einen potenteren Prozessor haben, ne? So ein Snapdragon, irgendwas, die High-End-Modelle, da habt ihr natürlich deutlich mehr Performance und mehr Leistung. Grundsätzlich, was die Verarbeitung angeht, spiegelt aber auch der Preis wieder. Das Gerät ist wirklich gut verarbeitet. Die Analogstick-Digitalkreuze, die ganzen Tasten, die spielen sich wirklich fantastisch. Das macht mega viel Spaß. Das modulare System ist sehr interessant, auch wenn ich wahrscheinlich gar nicht alle Varianten für brauche. Gut ist ja wirklich, dass ich die komplett abmachen kann, dass ich den Slot hier einfach schließen kann. Und dann bin ich halt relativ kompakt mit diesem fast 7 Zoll Gerät. Aber für die Hosentasche ist es immer noch nichts, weil einfach dieser Controller am oberen Bereich einfach immer noch zu viel ist. Was den Controller und die Haptik angeht, habt ihr gesehen, ich kann damit eine Menge spielen. Wer ein bisschen aufgepasst hat, hat auch gesehen, dass der rechte Analogstick im Bereich mit den normalen Tasten halt einfach ein bisschen zu nett gemeint ist, weil wenn ich die unteren Tasten drücken will, ich komme immer an den Analogstick ran. Also hier müsste ein bisschen mehr Platz sein und vor allen Dingen auch, wenn ich hier einen Shooter meinetwegen spiele und dann auf die Tasten springen will, dann muss ich immer sehr weit einen großen Weg machen. Und das ist so von der Haptik jetzt nicht so die perfekte Lösung. Schultertasten und Co. funktionieren gut, das macht auch Spaß. Also wir haben ja auch, wie gesagt, eine ordentliche Performance, weil für die klassischen Games wie Dreamcast, Sega Saturn, N64, PlayStation Portable, PlayStation 1, Nintendo DS und GameCube ist es meistens genügend Leistung, die wir haben. Für Wii U oder Wii PS2 ist es dann halt einfach zu schwach. Habt ihr es gesehen? Wir haben einen Lüfter drin, der das Ganze dann auch aktiv kühl hält. Akkulaufzeit ist wirklich sehr gut mit 10, 12 Stunden. Da gibt es nichts zu mosern. Die Software selber, ihr habt es auch gesehen am Anfang, mal funktioniert das eine Tool dann, mal nicht. Und je nachdem, was ihr drauf habt, gibt es so oder so ein anderes Ergebnis, weil Emulatoren gibt es ungefähr Trillionen an Tonnen im App Store oder im PlayStation Store. Und wenn einem was nicht passt, irgendwo anders findet man auch eine andere Quelle. Was schade ist, ist das digitale Rights Management Level, Widevine Level L3. Das heißt, wer Netflix, Amazon Prime und Co. streamen will, muss das in verringerte Auflösung in Kauf nehmen. Das ist so ein bisschen das Problem der chinesischen Importgeräte. Auch hier zieht sich das durch. Und wie gesagt, im Endeffekt ist es ein sehr, sehr geiles, interessantes System, das sehr viel Potenzial hat und vor allen Dingen mit der Hardware vielleicht ein anderes Betriebssystem nutzen oder ein sauberes Betriebssystem oder andere Emulation. Wirklich viel Potenzial. Der Knackpunkt ist hier einfach der Preis. Wir reden hier von knapp 300 Euro, die aktuell verlangt werden, oder teilweise drüber, 315 zum Teil. Wenn der Preis unter die 200 Euro oder unter 250 Euro fällt oder im 200-Euro-Bereich landet, dann hat man hier ein sehr, sehr geiles System, das wirklich viel Spaß macht und unabhängig des eigenen Smartphones genutzt werden kann. Wer jetzt aber sagt, ja Mann, ich brauche da bloß einen doofen Controller, na klar, dafür gibt es auch Lösungen hier, der Razer Kishi zum Beispiel, da steckt ihr euer Smartphone rein, habt dann letztendlich genauso Tasten, Analogsticks und so ein Kram gibt es auch als von Gamesir, der X2, haben wir bei uns auf der Webseite verlinkt. Wir packen hier mal ein Bild mit rein, weil wir haben den leider nicht mehr da. Die Dinger liegen so zwischen 50 und 100 Euro, also der Kishi ist natürlich teurer als der Gamesir. Damit könnt ihr euer Smartphone genauso bedienen und es kommt ungefähr auf das Gleiche hinaus. Wenn ihr jetzt ein großes Display habt, dann ist es definitiv ein Vorteil und viel Leistung. Dann braucht ihr euch über diese Performance hier dann nicht beschweren oder nicht wundern. Meine andere Alternative ist, die ich euch noch anbieten kann, ist die Enmanic RG351P Modelle. Das ist dieses Gerät hier. Kann
Auch bis Dreamcast alles locker fluffig spielen. Bei PlayStation Portable wird es dann ein bisschen schwierig. Bei 3D-Titeln dann nicht alles. So 2D oder Mega Man X oder ähnliches kann man noch zocken. Castlevania lief zum Beispiel nicht so flüssig. Auch dazu gibt es ein vollständiges Review. Preislich deutlich interessanter, weil es ein komplettes, kompaktes Gerät ist. Ich glaube, 5 Zoll Display war es. Halbwegs vernünftige Hardware, um halt eben besagte Titel zu emulieren. Und hier liegt ihr bei 70 bis 80 Euro und die Spiele sind auch komplett mit bei. Okay, das ist wieder so ein Stückchen Grauzone. Hier müsst ihr es, wie gesagt, selbst installieren und dafür sorgen. Aber hier ist das einmal komplett fertig, ist ein kompletter Handheld und der auch sehr gut durchhält und auch ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher ist. Das wäre meine Alternative zu diesem GPD XP. Ist sehr lang geworden, glaube ich. Ich wollte euch so viel wie möglich zeigen. Wie gesagt, perfekt ist es nicht. Es ist aber schon ein richtig guter Schritt in die Richtung. Gerade wer streamen will, und das halt unabhängig von seinem Smartphone plus Controller, ihr habt es gesehen, bis auf unser WLAN, was manchmal so ein bisschen dazwischen knallt, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Da braucht ihr keinen Hochleistungs-PC, das könnt ihr auch von anderen Quellen aus machen, ne? Also Cloud, Shadow Gaming zum Beispiel. Ansonsten, ja, finde ich es toll, aber wie gesagt, der Preis ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Oder wer halt sagt, okay, ich brauche sowas Großes nicht, es ist mir so unhandlich und eigentlich, wieso, weshalb, warum auch immer. Es ist halt einfach pure Geschmackssache, was das Ganze angeht. Genau, gut, das soll es dann auch gewesen sein. Video ist lang genug geworden. Feedback rein in die Kommentare. Nutzt ihr sowas? Zockt ihr damit? Braucht ihr sowas? Findet ihr sowas geil? Ist es nur einfach zu teuer? Womit zockt ihr? Wie macht ihr das? Schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. Ansonsten Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, da sind wir zu finden. Hauptkanal nerd7.de, Zweitkanal nerd7 Tech, Drittkanal Best of nerd7. Vergesst unsere Apps aus dem Play Store oder Apple. Immer das Gleiche aus dem Play Store und Apple Store. Aus dem Google Play Store und Apple Store nicht. Kostet nichts. Und genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, wisst ihr, wie es geht. Links sind in der Videobeschreibung. Unsere Webseite findet ihr halt auch. Und das soll es gewesen sein. Kurzes, schnelles, knalliges Ende. Bis dann.